Hey, hey und willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Ja, wir machen weiter. Das letzte Mal bin ich dann doch gestorben mit meinem Engie Cruiser. Was, Engie Cruiser? Ja, ne? Genau, mit dem bin ich gestorben. Und wir machen direkt eine neue Aufnahmesession. Diesmal mit dem Federation Cruiser, dachte ich mir einfach mal. Da sieht das Ganze nämlich schon ein bisschen anders aus. Hier ist der Plan folgender. Wir haben nur einen Burst Laser. Dafür hat dieses Schiff eine kleine Besonderheit, und zwar einen eingebauten Artilleriebeam. Der lädt sich zwar nur alle 50 Sekunden auf, aber ich denke mal, damit probieren wir das. Ist auf jeden Fall eine ziemlich starke Waffe. Also ich habe da mit dem schon mal angetestet und die macht also locker 3 bis 4 Damage, wenn die einmal losschießt. Die ignoriert auch völlig alle Arten von Schild, die macht einfach frontal rein. Und damit fangen wir an. Noch 4 Mitglieder haben wir dazu. Das wird schon funktionieren. So, sicher, dass wir auf normal sind. Das passt. Und los geht's. Gar nicht lange rumreden. Direkt anfangen. Okay, wir fangen an. Jetzt muss ich kurz schauen. Er geht ans Waffensystem, weil er am schnellsten reparieren kann. Und Waffen braucht man definitiv. Weil jetzt müssen wir selber kämpfen. Okay, wir gehen jetzt mal auf Autofire, dass ich das nicht vergesse. Tun den Laser schon mal hochfahren, dann haben wir nämlich keine Energie mehr, auch gut. Und du bleibst am Steuer, du gehst ans Schild und du bleibst am Antrieb. Okay, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir wollen und brauchen. Können wir direkt losspringen und das ist mal krass. 3 Notrufsignale. Ich würde fast behaupten, eins müsste man eigentlich... Nee, wir machen das folgendermaßen. Wir springen erstmal zu dem hoch, dann wieder runter und gehen unten lang. Das hier oben lassen wir aus, weil der Schneebel möchte ich nicht. Gehen wir mal hier hoch. Okay, und der möchte direkt kämpfen. Kein Problem. Diesmal geht es nämlich mit dem Burstlaser Mark II ist das. Auf das Schild und dieser Laser ist jetzt halt im Gegensatz zu der Drohne, die wir bis jetzt gesehen haben, feuert der einfach 3 Schüsse ab. Okay, da, die haben schon mal unser Schild zerlegt und der Antrieb ist schon mal down. Fängt natürlich super an, weil hier der hat, das habe ich letztes Mal gar nicht erklärt, der hat ein Schild und extra noch ein Schild dazu. Das ist nicht wirklich super. Oh Gott, jetzt zerlegen sie uns gerade alles. Ja, das wird, glaube ich, sogar eine kurze Runde. So viel Pech kann man doch gar nicht haben, oder? Okay, machen wir erstmal die Türen auf. Da brennt es gerade ein wenig. Ja. Ich glaube, die Runde können wir jetzt schon vergessen. Das kann nicht sein. Also, sowas hatte ich auch noch nicht. Ich mache einen Sprung und bin sofort am Ende. Aber weil wir hier auch... das hat sich jetzt schon erledigt. Den können wir noch nicht starten, den können wir jetzt gleich wieder starten. Okay, jetzt können wir den Burstlaser wenigstens wieder einsetzen. Aber... nee. Nee, das ist hoffnungslos jetzt schon. So, okay, das Schild hält noch mehr oder weniger stand. Denn ihr Schild ist auch mehr oder weniger kaputt. Jetzt ist es wieder ganz, müssen wir wieder aufs Schild gehen. Er braucht halt auch einfach ewig. Ich werde jetzt mal... bisschen was reparieren hier. Jetzt gehen wir erstmal auf den. Ich glaube, irgendwo brennt es auch bei mir in der Bude. Oh, das ist aber auch echt sinnlos. Ach so, ja, super. Mein Waffensystem ist auch schon wieder kaputt. Ja, und meine Sauerstoffreserven sind auch am Ende. Ich glaube, ich lasse mich einfach töten. Das hat jetzt hier schon wieder gar keinen Sinn. Also, wenn ich bei so einem Start, dann... ja... der Antrieb ist auch noch kaputt. Komm, ich fahr die Schilde runter. Das hat jetzt keinen Sinn. Das ist der denkbar ungünstigste Start überhaupt. Vielleicht überlebt es ja sogar noch. Nee, ne? Ja. Ein Crewmitglied haben wir noch verloren. Und das war's. Ja, Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell das eigentlich wirklich gehen kann. Ich habe hier den sagenhaften Score von 25 gemacht. Ich finde es echt oberklasse. Und wir gehen in den Hangar. Und fangen was? Das habe ich jetzt nicht ganz... nein. Wir gehen nochmal zurück in den Hangar.
Okay, jetzt passt. Hat sich irgendwie kurz aufgehangen, das Spiel. Wir fangen nochmal mit dem Cruiser an. Und hoffen einfach mal, dass es diesmal besser läuft. Also, selbes Spiel wieder. Schild, Waffensystem und der Rest ist in Ordnung. Wir powern unseren Laser. Und springen los und hoffen, dass wir diesmal mehr Glück haben. Okay, diesmal denke ich mal, sollte das funktionieren. Der powert seinen Forces Light-Antrieb. Das heißt, die erste Salve geht auf das Schild. Och, super. Ich finde es echt prima, dass wir direkt auch noch angegriffen werden. Dann nehmen wir jetzt gleich mal den als Unterstützung. Kann erstmal ein bisschen angreifen. Und unsere Schilde sind down. Okay, das kriegt er auch alleine hin. Die Schilde sind down. Auch vom Gegner. Wir müssen jetzt unbedingt... Oh, Leute, das ist doch nicht normal. Was ist denn heute los hier? Wir müssen unbedingt erstmal auf den Antrieb gehen. Sonst entkommt er uns hier noch. Ich habe schon wieder extrem viel Schaden genommen. Das kann nicht wahr sein. So, Waffensystem ist weg. Okay, wir müssen jetzt... Ich muss jetzt irgendwas machen. Wir machen jetzt die Türen zu. Machen erstmal das Feuer hier aus mit dem. Wirklich kämpfen kann er nicht mehr. Solange seine Waffen down sind, kann er eh nichts machen und... Okay, wenigstens hat das funktioniert. Oh, was ist denn jetzt hier kaputt? Okay, ein bisschen Scrap, ein bisschen Missile. Oh Leute, ich muss jetzt hier heilen. Oh nein, das kann jetzt nicht, das kann nicht wahr sein. Okay, ich mache das folgendermaßen. Ich habe... Den schicken wir da rein. Ja, das geht natürlich auch alles kaputt. Finde ich super. Ja, komm, geh mal dahin. Der muss unbedingt den Sauerstoff reparieren, sonst sind wir hier gleich voll am Ende. Du machst erstmal das Feuer aus. So, okay. Soweit, so gut. Der stirbt auch gleich. Solange wir hier keinen Sauerstoff haben, können wir nichts machen. Okay, jetzt haben wir wenigstens das. Okay, das passt. Jetzt macht ihr beide erstmal das hier wieder ganz. Ja, also der Start mit diesem Schiff am Anfang ist einfach nur der Oberabfuck des Zorns. Wie ihr seht, ist es jetzt schon zweite Runde. Und wirklich erfolgreich war der erste Sprung auch wieder nicht. Es hängt halt wirklich ein bisschen davon ab, wie viel Glück man hat. Okay, der kann dahin zurück. Du machst dein Schild jetzt mal heile. Den warten wir noch, bis der voll regeneriert ist. Jetzt habe ich ganz vergessen. Okay, der hat nämlich auch noch keinen Accumentations. Gut, hier, weiter geht's. Noch warten, bis es repariert ist. Kann er eigentlich mal zur Hilfe kommen, dann geht es schneller. Ja, also wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen zäh. Ab einem gewissen Punkt, wenn man hier mehr Laser hat, kann man auch definitiv mehr anrichten, weil es ist einfach momentan saumäßig schwer, die Schilde zu durchdringen. Vor allen Dingen, wenn der Gegner dann noch Raketen hat, dann ist es vorbei, dann machen die uns sowas von platt. Finde ich eigentlich ein bisschen blöd. Und was ideal wäre, also dieser Artillerieschuss, der sollte am Anfang, der sollte wenigstens geladen sein, aber nach jedem Sprung lädt er sich schnell wieder neu hoch. Und das ist mit meinen Augen ist es ein bisschen sinnlos. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Okay, ein automatisches Schiff. Das probieren wir jetzt nochmal. Wir gehen zuerst auf das Schild. Gut, jetzt hat man natürlich noch das Problem, dass der davor auch noch seinen Antrieb gepowert hat und abhauen wollte. Ja. Da konnte man deswegen nicht... Warum ist denn das Schild eigentlich unten? Verdammt. Oh nein, der wirft auch noch Minen. Das ist nicht euer Ernst. Der hat hier so ein komisches Minensystem. Der kann Minen auf unser Schiff teleportieren. Ist nicht so ganz so prickelnd. Komm, jetzt mach das Waffensystem kaputt. Okay. Irgendwo ist wieder eine Mine gespawnt. Na gut, passt schon. Wir gehen auf das Schild. Und noch auf den Antrieb. Und dann haben wir den auch schon down. Na komm. Okay.
Ja, das Ganze für 9 Scrap. Hätte auch ein bisschen mehr sein können. Aber der hat uns die Map aufgedeckt. Hier wartet auf jeden Fall ein Schiff auf uns. Wir fahren aber oder fliegen aber hier runter. Nehmen uns das mit. Den Store nehmen wir uns mit. Hier ist auch noch ein Store. Uiuiui, da haben wir ja einiges zu tun. Schauen wir mal. Hier ist gar nichts. Ich würde fast behaupten, wir springen mal noch dorthin. Ich weiß nicht, ob da auch was, eventuell was ist. Okay. Send an away party to investigate. Gate. Zum Untersuchen, wir machen das. Und wir haben eine Quest bekommen. Ja, das ist natürlich super. Müssen wir mal schauen, wie wir zu der Quest kommen. Ich würde es einfach mal riskieren. Nebula. Ich muss ein bisschen was machen. Ich brauche Geld. Definitiv brauche ich Geld. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter. Okay, da haben wir Glück gehabt, dass kein Ionensturm auf uns wartet. Und der hat Raketen. Das ist ungünstig. Wir gehen direkt auf Waffe. Wir gehen direkt auf Waffen und dann erst auf Schild. Ich will jetzt nicht riskieren, dass eine Rakete. Also eine Rakete würde uns wahrscheinlich eh erreichen. Ja, da wird es auch schon losgeschickt. Und trifft. Okay, das ist in Ordnung. Das ist noch verkraftbar. War nur der Scanner. Kann ich mit leben. Okay, das Schild ist down. Dann können wir jetzt noch die Waffe. Einmal wird man wahrscheinlich noch getroffen. Ich habe es gar nicht gelesen. Ah gut, es ist nur Mark 1. Der trifft eh nicht. Und das Waffensystem ist down. Ja, jetzt können wir eigentlich nur. Jetzt können wir warten. Jetzt passiert eh nichts mehr. Und tschüss. Gut, hoffentlich hat der ein bisschen was für uns. Drone Parts, Missiles und ein bisschen Scrap. Das finde ich gut. Dann können wir jetzt direkt zur Quest springen. Das sollten wir machen, glaube ich, weil hier war. Oh, jetzt wartet noch einiges auf uns. Wir gehen direkt zur Quest. Was haben wir denn? 7 Raketen, 3 Drone Parts. Oh, Anti-Ship Beam Drone. Was macht die? Ach, das ist einwandfrei. Genau das, was wir bräuchten. Ah, nein. Ich habe ja das andere Schiff. Da bringt uns das ja gar nichts. Die können wir verkaufen. Blöd gelaufen, aber wenigstens ein bisschen Zeugs bekommen. Ein bisschen Scrap. So, nehmen wir uns noch das Notrufsignal hier vor, wo auch ein Schiff auf uns wartet. So. Ah ne, doch nicht. Add a Questmarker. Schon wieder eine Quest. Wo geht denn. Ah, die Quest geht ins Nachbarsystem. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt den Store, lassen wir aus. Wobei. Oh, jetzt, das wird ziemlich eng. Ich müsste das eigentlich auf jeden Fall mitnehmen. Von dort kann ich direkt da hochspringen. Habe aber noch nicht wirklich viel Geld. Ja, wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt erstmal zum Store. Reparieren uns eventuell ein wenig. Was hat denn der zu verkaufen? Reload und schnelleren Schildladesystem. Charge Boost. Booster. Ja, wir reparieren uns jetzt. Dass hier nichts anbrennt. Holen uns mal noch 2 Fuel und machen direkt weiter zum Notrufsignal. Okay, you can locate the source of the distress call. Blub. An unknown. Blub. Okay, gut. Send your crew to help control the crowds. Nein. Ignore the request to move on. Nein. Jetzt haben wir nämlich hier die Spezialmöglichkeiten. Das ist das Geile, wenn man spezielle Besatzung hat, also Crewmitglieder, hier in dem Fall Rock-Crew oder eine Enkel-Crew, hat man Spezialmöglichkeiten zum Auswählen. Der Rock könnte jetzt einfach. Send your Rock-Crew member to prevent a riot. Weird, was auch immer. Send your Engie to calm down the infected. Ich wollte einfach mal einen Rock hinschicken, mal gucken, was passiert. Und wir kriegen ein bisschen Scrap. Okay, wir holen uns den noch. Da können wir noch vielleicht noch ein bisschen Scrap uns beschaffen. Oh, auch gut. Wir kriegen einen Sklaven. Gehen wir wieder. Nein, wir gehen direkt auf erst aufs Waffensystem. Ich muss hier die Taktik überdenken. Ich muss erst aufs Waffensystem und dann aufs Schild gehen. Einfach, um erstmal eine Waffe schon mal auszuschalten.
Oh, das bringt nichts, aber der Laser macht ein bisschen Damage, das ist nicht so prickelnd. Gut, jetzt gehen wir aufs Schild. Wollen wir den eigentlich gleich... Ja, los, wir schicken den zum Reparieren los. Halt. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Habe ich gerade auf das Tastatur geschaut und weiß jetzt nicht, was passiert ist. Haben die aufgegeben? Ich glaube schon. Haben wir dafür was bekommen? Ach so, ja, wir haben doch... Klar. Wir haben unser neues Crewmitglied bekommen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das war doch ein Sklavenschiff. Und ich wollte gerade mit meiner Schnelltastenfunktion, also mit meinem Hotkey wollte ich gerade schießen und habe natürlich automatisch die Antwort quasi damit gewählt. Habe ich ja Glück gehabt, dass ich das Richtige gewählt habe. Es hätte auch schief gehen können. Okay, jetzt fliegt man zum Exit. Und dann passiert noch was? Nein, hier passiert doch. Oh, das ist doch wieder, da kann ich doch wieder einen verlieren. Das ist immer so eine Sache. Wir probieren's. Und wir müssen kämpfen. Ist auch gut. Besser als irgendjemanden zu verlieren. Na komm, schieße er. Was hat denn er hier eigentlich? Was, er hat... Oh Gott, er hat 3 Waffen. Das ist ein bisschen heavy. Mist, finde ich ja gerade. Okay, dann können wir ihn... Der kann jetzt hier unten weiter reparieren. Was schön ist, wir haben jetzt 2... Oh, sehr gut. Schild ist down. Wir haben jetzt 2... weiß jetzt gar nicht, was das jetzt für eine Rasse war. Auf jeden Fall 2 Kämpfer. Die grünen Käfer hier, was auch immer. Gut, das war jetzt mal relativ liegen. Das war kein Stress. So sollte das eigentlich immer ablaufen. Bekommen etwas Scrap. Ein Drone Part brauchen wir also nicht. Und wir können noch das zivile Schiff kontaktieren und kriegen noch mal ein bisschen Crap. Sehr gut. Manchmal hat man das Glück und bekommt dann auch Waffen dazu. Und wir müssen abhauen in den nächsten Sektor. Und da gehen wir in das... Ach, das könnte ein Soltan sein, genau. Ist eigentlich egal. Ich glaube, wir gehen unten lang. Ja, wir gehen unten lang.